Und noch 100 Meter bis zum Start. Und das vierte Rennen der Kosivas Derby Pokal der Derby Champions ist gestartet und am schnellsten beginnt hier Shushu Star mit Roland Hülsgaard. Shushu Star sofort mit drei Längen an der Spitze. Von außen rückt Hendrik Fortuna mit Hendrik Grift in die zweite Position. Es geht in den ersten Bogen. Shushu Star mit einer Länge vorn vor Hendrik Fortuna auf Position 3. Heli Beukenzweig mit Robin Bakker. Auf Platz 4 sieht man Aperol CG und Gerd Biendl. Die erste Zwischenzeit ist 12:0. Und es geht auf die Tribünen gerade und an der Spitze Highway Fortuna und Hendrik Grift. Highway Fortuna, Hendrik Grift kann jetzt nach innen ziehen, macht aber noch nicht. In dritter Spur attackiert hier Hedi Beukenzweig mit Robin Bakker. Und Mitte der Geraden, Heli Beukenzweig an der Spitze, Robin Bakker in zweiter Position. Mit zwei Längen Rückstand, Highway Fortuna, Hendrik Grift. In zweiter Spur kommt hier Aperol CG mit Gerd Biendl weiter. Und in seinem Fahrwasser sieht man Thomas Pancho hinter Tiffany Diermann. Zweite Zwischenzeit ist 17:05. Noch 1000 Meter bis zum Ziel. Heli Beukenzweig weiter an Robin Bakker an der Spitze mit zwei Längen vor Highway Fortuna mit Hendrik Griff außen, begleitet von Aperol CG mit Gerd Biende. Direkt vor in die zweite Position macht jetzt ein bisschen Druck auf Heli Beukenzweig. Heli Beukenzweig mit einer Länge vor Aperol CG. 20:02 ist gegenüber die Zwischenzeit. Hedi Beukenzweig mit einer Länge vor Aperol CG an der Innenkante. Highway Fortuna dann in zweiter Spur. Tiffany Diamant, fünfte Position an der Innenkante für Shushu Star mit Roland Hülsgaard. Und außen geht Starspeed mit Josef Franze. Noch 500 Meter bis zum Ziel. Am Schluss des Feldes Pacojet mit Peter Heidmann. Und außen Speed of More und Heinz Wevering. Der hatte Probleme in der Anfangsphase und jetzt auch im Schlussbogen mit einem Fehler. Zwischenzeit war 12:08. An der Spitze weiterhin Hedi Beukenzweig und Robin Bakker. Und es geht jetzt auf die Zielgerade. Hedi Beukenzweig außen, Aperol CG. Und die 8 es rot, ist dabei Tiffany Diamant. In der Distanz zieht hier aber Hedi Beukenzweig mit Robin Bakker. Der hat ja gestern schon das Stutenderby gewonnen und die letzten drei Jahre das Derby. Hedi Beukenzweig überlegen mit Robin Bakker. Kampf um Platz 2. Ganz eng wird es hier. Und zweiter wird die 4. Tiffany Diamant mit Thomas Pancho. Und auf Platz 3 noch Star Speed mit Josef Franzl, der seinem Namen alle Ehre macht. Star Speed auf Position 3.